Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer weiteren Folge auf der Borcher See. Und immer noch dabei der Hardy. Moin. Der MG. Moin. Und unser Napoleon. Moin. Sowie meine Wenigkeit. Ja, wir haben wieder mal Großes vor. Man sieht es, wir sind schon schwer beladen. Und ja, ich würde mal sagen, ab zum Schiff. Wir wollen Geld verdienen. Und schon der erste Unfall hier direkt auf dem Hof. Also, ihr kennt den Weg? Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Also man merkt auf jeden Fall, wenn ihr so viel unterwegs ist, ne? Dezent, ja. Aber es ist ein hammergeiler Blick so. Ja, ich bin so bei so 40, ja, 40, 42 Frames. Zurzeit bei 20. Oha. Ja, das ist enorm. Blöde Laterne. Sind die doch magnetisch? Ja, das sind. Ey, wenn's Frame gerade auf Windschlag losgeht, da macht meine Tastatur mit. Ui, 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 ui. Wollt ich schieben? Ja, ja. Aktiver Windschatten. Der LKW braucht Windschatten, ja. Eieiei, was geht denn da ab hier? Das ist ja der reinste Konvoi. Komm rum ums Eck. Ja, weiß ich, hat ein das längere gespannt. Ich glaube, Hardy ist länger. Glaube ich nicht. Nee? Ah. Die Reste sind leer. Oh, optimal. Also. Ach, stimmt, unser Blacklist ist ja auch noch mit dabei. Schande auf mein Haupt. Genau. Oh! Oh, Unfall. Beeindruckt. Wenn man gar abbremst. Nee, das war die falsche Einfahrt. Ach, wie gemessen auch noch, oder? Jo. Ja, klar. Einmal auf die Waage, muss ich aber auch aufstecken, weil sonst kann man eine halbe Tonne zu viel. Ach, jetzt soll man vordrängeln. Stau an der Waage hier. Ja, jeder muss ja gewogen werden. Ja, ja. Was war das Pelletwerk, wo. Oder das Deckwerk, wo Arbeiter fehlen? Pelletwerk. Wie, geht's davor nicht weiter? Doch, jetzt eine Grün kriegt. Ja. Er weiß, die Waagearbeiter, die sind hated. Hat schon Feierabend die Waage, meinst du? Ich denke eher unter der Arbeiter. Die Chefkoch ist unten, ne, oder? Wollte ich gerade sagen, du fährst verkehrt. Ja. Ich sehe, dass du so gerade aus dem Augenwinkel da vorne. Ja, ich bin's gewöhnt zu der Eune. Ja, dachte ich mir. Noch ein Stück vor, noch ein Stück vor, Hardy. Jo. Oh, die ist ja hier drüber, glaube ich. Ja, und dann musst du da gleich rechts rum. Ja. So, auch einmal wiegen hier. Ja, weißt du, ich hab das Navi. Ja, das Navi fehlt noch. Ja. So, dann muss ich jetzt.
Jetzt muss ich gerade gleich selber mal gucken. Ui, 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 Stau. Upsi. Also noch enger hättet ihr können die Abladedinger nicht machen, oder? Och, soll das etwa Kritik sein? Nee, mein, weißt du, wo man noch fährt? Ja, ich weiß. Ja, ja, im die warten. Also denkt dran, erst alles reinladen in die Chefkoch, wenn alle Fuhren da sind. Ja. Wie viele Fuhren haben wir eigentlich noch? Jetzt muss ich mal ganz gucken. Nix mehr. Nix mehr? Nein. Wir haben alles mit. Was war denn das? Dinkel. Mokino 2. Nö, scheint alles leer zu sein. Ja, seh ich. Ja. Da oh, kommt Tauben da drin. Oh, das ist sportlich hier, die Einfahrt. Ja, sei ja. Vor allem mit Drehschieben. Dann mach ich mir keine Sorgen, die Breitreifen, die schrammen an der Wende. Ja, ich hab's mit dem LKW gemerkt. Links und rechts bloß nur Hauchplatz. Bitte komm rum. Ups. So, einmal wiegen mit Leo. Damit auch der Wagen mal, du weißt, wie viel mitgekannt. Ja, damit er was zu tun kriegt, ne? Wie war das? Irgendwie konnte man, glaube ich, sogar die Statistik aufrufen, wer was gewogen hat, an welcher Waage. Mit Sternchen. Ja. Mit Sternchen? Auf den Numpad. Uiuiui. Ui. Ja, dann wollen wir doch gleich mal reingucken. So, dann würde ich sagen, laden wir gleich mal über, wa? Ja, oder so mal von einer, die 10.000 Fohlen die drin sind. Achso, sind noch 10.000? Ja, 10.000 sind noch im Lager. Ich hab doch eben gerade geguckt. Moment. Ja, die kann ich auf Farming Tablet gucken. Na, siehst du das? Ja, mach du, MG. Achso, weil ich habe jetzt mich hier geguckt. Da ist nämlich, zeigt er mir nichts an. Mach doch Platz. Ach, das Strohlager zeigt er mir an, aber alles andere ist da oben. Ach, ja klar, das ist logisch, das läuft ja über das andere Lager. Genau. Das ist ja wie Auffüller MG, oder? Wie? Weißt du, wie es aufgeht, schalte. Mach du. Runterfahren und dann Bülle. Ausstellen. Okay. So, gut. Muss ich aber auswählen. Dann pack ich mal hier. Und dann warten wir mal, was da kommt. Körnerfrüchte, Hafer, Roggen, Dinkel, Hirse, Mischgetreide. Jo. Boah, die Scheiße. Sag mal. Ja. Die Ecke, die mag ich ganz gern da, Hörner. Na gut, ich würde sagen, dann warten wir noch einen Moment. Bis die restlichen auch da sind. Arbeiter sind drin, jetzt müssen wir warten. Bushaltestelle ist leer. Oh, okay. Boah. Also. Wuhu. Eventuell kannst du schon mal gucken, ob vielleicht in das Pelletwerk schon wieder Hackstützel reingehen. Ja, irgendwo noch ein. Da musst du den MAN schnappen. Das heißt, fährst. Ach ne, warte, der MAN steht doch eh hier drüben. Warte, dann können wir das Ding gleich aufladen. Moment, ich hol ihn. Dann ja. Kannst du beim Radlader mal. Hackschnitzel verladen. Bitte. So lange haben wir noch Zeit, bis die anderen wieder da sind. Dann können wir nämlich die Hackschnitzel hier aus der BGA schon mal entfernen. Ja. Yep.
jetzt MG? Ja, ja. Gesundheit. Schön. Komplett leer machen dann, wenn, oder? Jo. Denn schon, dann machen wir alles leer. Ja. Dinkel. In dem einen Silo haben wir auch noch was drin. Dinkel, oder? In welchem Silo? DGA im ersten. Da haben wir Häckselgut noch da drin. Da, wo bloß nur 10.000 sind. Okay, Dinkel. Und 56.000. Ach, das sind die nicht rausgehen da hinten, ne, oder? Weiß nicht, ob die rausgehen. Ja. Nein, das ist der Rest, der da hinten drauf geht. Silo ist leer gerüsselt. Silo ist leer gerüsselt, jawohl. Hatten wir im Zug auch noch was drin? Zug hat noch Hackschnitzel, so? 7%. 7%. 7%. Da müssen wir mal gucken, ob wir die nicht auch noch da rauskriegen irgendwie, ne? Ja, soll das Farmsilo 2 noch etwas geleert werden? Dann kann man da den Rest reinkippen. Richtig. Hatten wir in dem Farm Silo 1 auch noch was drin? Oder war das mittlerweile alles leer da? Kann ich aber mal gucken gehen. Das sieht man das direkt halt. Muss ich schon mit dem Hänger drunter fahren? Ich wollte sagen, ich glaube, die siehst du so, glaube ich nicht. Nein. Ein kleines bisschen geht noch. Ja. Also ich denke nämlich mal, das müsste sich nämlich dann schon ziemlich gut ausgehen hinten im Pelletwerk. Das heißt, machen wir erstmal hier die BGA leer. Dann schauen wir mal, dass wir eventuell das Sägewerk noch leer kriegen, das Lager da. Guck, das war's. Ja, alles klar. Wo wird da eigentlich die Hackschnitzel, ne? So grad. Wo du jetzt Blade hast. Die kann jetzt jemand hinbringen zum Pelletwerk. Ich warte dann mal auf unseren MG. Bin schon da. So, sehr schön. Dann darf jemand das Farm-Silo-System mal anschalten. Warten dabei. Jo. Gib mal das Zeug da rein. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja, ich glaube auch. Also er zeigt mir Dinkel an, aber bis die Plane kommt, das dauert glaube ich noch ein bisschen. Ja, meistens erst ab. 100.000 ungefähr drin haben, dann kommt die Plane. Ja. Pelletwerk dann hinten bei der Produktion abladen, oder? Genau, richtig. Einmal mal richtig da hinten alles wieder rein. Haut mal da auch mal was voll, noch Areal mit. Aber das wäre doch noch mal was, wenn man noch einen Beifahrer einbauen könnte, ne? Beim Schiff? In das Schiff, ja. Was tue ich da das iPhone mit? Ja, weißt du, Ideen darf man haben, ne? Ja, klar. So. Ah.
Boah, und der Boden sieht noch gut aus. Noch nicht hängen geblieben, nix zerschrammt. Ja, der brauchte Zeit. Ich geh mal zum Farmlager 1 und guck mal, was da an Hackschnitzel denn ist. Ja. Haben wir denn noch Holz im Wald liegen? Ja. Weil Sägewerk 1 könnte Holzstämme gebrauchen. Das ist sehr gut. Und zwar so ziemlich oben in der Ecke, wo die Backwelt ist, da wo das Gleis nach rechts abbiegt zum Hafen hin. Von der Hauptstrecke. Da rechts sind noch welche in der Kurve und ein geraden Stück. Ein Baumstamm. So, knapp 70.000 haben wir schon drin, ne? Ja, da geht aber noch was. Naja. Ich bin gespannt, wenn wir mit dem Roggen, wie viel wir da rauskriegen. Wird das auch mit dem Schiff dann fundbare, gell? Ja, das hätte ich so eventuell gedacht, geplant. Ja, in welches muss es? Das, wo du jetzt fährst, oder in so eine? Hey, den kann man play. Roggen ist neue, also müsste es hier bei der Chefkoch sein, glaube ich. Okay, nee, dann können wir gleich alles da rein fahren. Ja, genau. Über die Waage gleich hier zack rein und fertig ist. Ja. Haben wir kurze Wege zum Transportieren? Da bringen wir bestimmt so 400.000, bringt man schon zusammen. Also die Felder sind gedüngt. Oh, ja, dann ist es noch mehr. So, wir sind aber noch in der letzten Wachstumsstufe. Und was machen wir mit der 33? Machen wir die auch noch zum Feld? Ich hätte ja gesagt, nimm die 31. Da ist schon was ergesät und fertig. 31, die gehört uns aber nicht. Mhm. Ah, jetzt habe ich eine Plane. Also das Pelletwerk ist der erste Abladeplatz auf 98% und der zweite auf 80, also alles kriegen wir da nicht. Ja, nö, ja. Aber ich sag mal so, Hauptsache rein da mit dem Zeug. Ja. Aber wie gesagt, wir werden Strom ohne Ende brauchen. Naja. Mir fällt da gerade was ein. Wir hatten doch so ein schönes Förderband, oder? Ja. Mhm. Förderband? Ja, was uns Paletten abfüllt. Oh ja. Da war doch was. Hä? Hä? Förderband wo? Kapier ich jetzt auch nicht. Nicht mit unserem Server, glaube ich. Und wir hatten doch auch noch was anderes gehabt, was schönes, platzierbares. Erinnerst du dich noch? Ja. Was hatten wir denn da abgefüllt gehabt? Hackschnitzel. Hackschnitzel in Paletten, ne? Genau. Nicht runter. Aber das wäre ja nicht Sinn und Zweck der Geschichte. So, also ich habe jetzt 165.000 drin. Was noch ein bisschen vor dir? Wie viel waren es insgesamt? Also über 200.000. Oh, so wenig ist das gar nicht denn. Wie ist der aktuelle Preis? 1016. 1000 Liter. 1016?
1016 ist gerade steigend der Preis. Ich habe hier keine 1016. Chefkoch. Moment, Chefkoch Hafenverkauf. Ja. 1016, jawohl. Da. Schade, dass man da nicht reinschreiben kann mit dem Text so schräg, was es ist, ne? Nee. Ja. Hier oben ist Farmlage 1, ist ratzeputz leer. Sehr schön, sehr schön. Wenigstens also, etwas. Also da ist nichts mehr. Na, guck ich mal an Baumlager 2. Ja, da dürfte noch was drin sein. Lager 2, da ist noch was drin. Da ist noch was drin. So, dann habe ich mal leer. Gepumpt. Würde sagen, gib Gas. 215.442 Liter. Ach, aber da bist du jetzt eine Weile unterwegs mit einem. Aber war das nicht so, dass die Chefkoch schneller da ist? Ja. Fährt er nicht den Bogen? Ja. Ja, genau. Irgendwie sowas war doch das. Nur auf der Rücktour ist er dann länger unterwegs. Na gut, da würde ich ja rückwärts fahren, ist ja nix. So, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir das Schiff nutzen, ne? Ja. Wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, einmal hatten wir Mais gehabt, oder? Haben wir Mais und Dinkel, glaube ich. Ja, was war das? Nur ja mit beiden Schiffen gleichzeitig gefahren. Stimmt. Also so gesehen, die, wenn man es so nimmt, die dritte Tour. Schade, damit das Ding nicht mit CCM voll knaller hätte können. Tja. Das gibt ordentlich. Ja. Also da müssen wir sowieso mal gucken. Beim nächsten Map-Update, dass das CCM rauskommt. Ich bin kurz essen. Jo. Jo, guten. Weil so einfach kriegst du es nämlich jetzt nicht mehr ausgetragen. Einfach nur rausnehmen kannst du vergessen. Ja, das ist es. Das heißt, du kannst dann nur wirklich gucken, neue Safe Game. Und dann halt, ja, wirklich Geld, Fahrzeuge. Und dann musst du halt wirklich gezielt gucken. Deswegen, also wir sind ja Gott sei Dank noch nicht wirklich weit. Trotzdem. Also ich versuche natürlich so viel wie möglich schon noch hinzukriegen. Das heißt, ich würde nämlich fast behaupten, dass wir sagen, okay, wir nehmen alle Paletten runter, auch die letzte dann. Dass keine Paletten mehr draufstehen, sondern dass in den Produktionen nur noch die Sachen drin sind als Input oder wie auch immer. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze einmal, wie gesagt, Neustart. Mit einem neuen Safe Game übertragen die Sachen. Und machen dann mal einen Probestart. Ja, aber dadurch crasht du auch, wenn du Pech hast, dein kompletter Safe Game crasher. Ja gut, wo gibt's denn noch ein Backup? So deswegen es. Nie ohne Backup. So, R. So, wo haben wir denn die Hackschnitzel? Hirserocken. Ah, Hackschnitzel. Ach du grüne Neune, 463. 83. Oh, ist voll.
Ja, ihr nehmt gerade mal einen Hänger voll raus. Aber wir könnten ja mal einfach mal spaßeshalber gucken. Auch wenn wir dafür nicht viel kriegen. Hinten beim Kraftwerkverkauf. Ja. Was bringt das uns denn? Hackschnitzel. Kraftwerkverkauf. Ah, 52 Euro die Tonne. Was machen wir mit dem anderen? Wir haben noch das andere Kraftwerk da hinten stehen. Hier wird weg. Eigentlich Bossert steht da hinten auch etwas unnütz, glaube ich, oder? Ja. So. Nee, bisschen im Fehl am Platz. Ist das überhaupt noch da? Ja. Ja, da. Heizkraftwerk. Sorry, MG, ich leider ohne Beifahrerskript. Gut, ist weg. Weißt du? Also, wo soll ich das jetzt nachbringen? Erstmal Pelletwerk befülle und dann. Ja, erstmal wieder Pelletwerk und dann gucken wir mal. Okay. Dann tue ich es mal zum Verkauf bringen. Jetzt wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man sagen könnte: Okay, ich bringe die Hackschnitzel zum Schiff oder so und fahre dann halt mal eine riesen Fuhre weg, weißt du? Eigentlich 400 nochmal was? Ist ganz halb voll, aber. Gut, ich sag mal so: Nachtragen lässt sich das ja alles. Ja. Gut, aber was wir an Hackschnitzel erstmal haben, das haben wir. Ja. So, ich mag diese Schiffshorn. Okay, zwei ist voll. Haben wir nochmal alles. Ja, Hackschnitzel schon. Vielleicht gehen ja unten sogar noch bei der Kartonproduktion Hackschnitzel rein, ein bisschen was. Bin ich gerade auf dem Weg zu. Ich hab den einmal in. Ah, okay. Komm mit gerade an der Tante vorbei, das ist gut. Tja, fehlt jetzt nur noch, dass eigentlich die Schiffe oder der Zug auch noch tanken müssten, ne? Es ging dann aber büsel ins Geld laufen. Teuer werden. Gut, aber ich würde sagen, wir sind mit dieser Folge schon wieder zu Ende. Und ja.
Ich hoffe, euch hat's gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.